Gen Dach, Leibe Jemende, und Leibe Tahira. Der von der Botschaft, weil ich den Bett über der Teumann und denke, das wird je vom Helden jetzt in uns leben. Wenn wir darüber nur denken, wie der Held ja jetzt all im Alten Testament gewirkt hat, dann wollen wir sehen, dass Gott dem Geist immer wieder auf einzelne Personen raufsahte, dort, wo er Könige wäre oder Propheten wäre, wo der ich heute dann sein Volk lehre und führe dort. Ab Neuen Testament ist das dann ganz anders. Ab du, wo derjenige, wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 2 kicke, lese, der Kapitel 2 und 3 und 4, wo ich ihn anlade zu lesen, dann wo wir sehen, dass seit der Heilige Geist gekommen ist, der Geist oder der Mensch ganz anders handelt und redet dort, wenn der Geist Gottes und verändert dort. Wir sehen dort in der ersten Botschaft, in der ersten Predigt, was uns die Jünger gebracht, wo wir dort so ja klar machen, dass eine Veränderung wird, in seiner Art und Weise von Rede, aus dort was dann gewasst wird. Wenn wir ein bisschen checken, was dem abgehoben sind vom Heiligen Geist in uns Leben, dann fängt das auch von fern an seine Beziehung an. Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also Jesus sagt hier ganz klar, all Heubwort unter der Anklappe. Dort hat er auch, und dort hat er durch den Heiligen Geist. Und dort hat er, indem er und Personen, die noch nicht an Jesus Christus glaube, immer war er daran erinnert, dass seine Radung brücken, dass sei ab das so anwesend, wenn sie wieder merken, verloren gehen. Der nächste Abruf, was der dann haft, der Heilige Geist, oder was der dann wirkt, der, das soll wie in Johannes Kapitel 16, der Vers 8 wieder, wo du sagst, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Herr ja jetzt, der merkt die Uhr, Eva, die Sünde. Denn wie manche, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung brücken und dass wir keine Radung haben, war nicht bloß durch Jesus Christus. Ein dritter Punkt, was der Herr ja jetzt bewältigt hat, wenn wir Jesus Christus abgenommen haben, ans Wort, ans Leben am Evangelium haben, dann schrieb ich Frieden im Wort in dem Verstand. Das finden wir geschrieben in Römer Kapitel 8, Vers 6, wo das heißt, den fleischlichen Gesinn sein ist der Tod, aber geistliches Gesinn sein ist Leben und Frieden. Das Friede kann mir Gott uns geben. In dem Fried, dem Kevin Muffe sperre, der ich dem Heiligen Geist, was in uns wirkt. Philippa Kapitel 4, Vers 7 sagt dazu, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinnen in Christus Jesus bewahren. Dort ist dort, was passiert. Und wie der Heilige Geist, und wie dem Heiligen Geist in uns hand, in dessen in uns wird gelut. Viertens, der Welle, also Gottes Welle, wird uns durch den Heiligen Geist offenbart. Das finden wir es dort in Johannes Kapitel 16, Vers 13. Der Heilige Geist hat viele Auswirkungen auf das Leben eines Gläubigen und viele von diesen haben wir im Neuen Testament beschrieben. Aber ganz besonders, Vers 13, wo er dann sagt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist auf die Abgabe uns Gottes Wut und Gottes Wahrheit zu vermitteln, in uns Wort breit zu merken und wichtig zu merken. Der Heilige Geist ist aber auch aus Treust dadurch. Johannes 14, Vers 15 sagt dort, und ich will dem Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit.
In Versprechen von Jesus selbst und sie jen, woher sagt, ich war von hier gehen, ich war hier nicht einmal bliebe. Aber ich war dem Futterbärer, dass er einem schickt, was bien sein wird, was in Ewigkeit. Und das ist der Heilige Geist. Daran erinnern wir uns in den Pfingsten und von diesem Kummer, wo wir dann aus Sinichinian diesen Heiligen Geist in uns haben derbe, solange aus uns Geist hier auf die Erde lebe det. Der Heilige Geist, der streust uns nicht bloß, sondern der steht auch für uns an. Ein von der schönsten Farsch, was ich finde im Neuen Testament, wenn das am Heiligen Geist geht, ist dort, was wir in Römer Kapitel 8, Vers 26 und 27 finden. Du sagst dort, desgleichen hilft auch der Geist unsere Schwachheit auf. Denn wenn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein, mit einem unaussprechlichen Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir scheinen erst dort, wenn wir nicht weiter wort wie beten sollen, vielleicht sind wir traurig, vielleicht sind wir bedrängt, vielleicht sind wir verzweifelt. In irgendeiner Situation, in irgendeinem Grund. Der Heilige Geist wird das Stellsinn interpretieren und für Gott offenbaren, wird wie Brücke in unsere Säule. Und letztens, der Heilige Geist hat die Abgabe, uns zu verwandeln, nämlich nicht das Bild, was Jesus Christus uns hängen darf. Uns Jesus Christus ähnlich hat er merkt. Römer 8, Kapitel 29 sagt dort so: Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Dieser Abgu auf der Heilige Geist in uns mit Jesus Christus gelegt merkt. Denn du weißt, was er uns auch sei, der dort nicht, der jahnt es nicht geht, dass du dort denkst. Das andere, das ist zu deinem. Veränder die ab dein Ort und Wies und komm du dich Christus nodra. Wenn du das sagst in Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2, dass wir uns nicht diese Welt anpassen sollen, sondern dass wir uns verändern sollen und verändern sollen, nur Gottes Welle, nur Gottes Bild, dann meint ihr Christ das, dass der Heilige Geist in uns wirkt und dass wir dem Welt geloten, damit er diese Veränderung in uns wirkt. Und das wünsche ich mir für mich und auch für die Leute hier, dass wir uns auf diese Art und Weise kennen, von Gott verändern lassen. Gott sehen die und sie auch mit die diesen Tag wieder. Amen.